Nein, Häschen, Bunny, Bunny, nein, du sollst doch nicht alles töten. Ui! Patsch! Aua! Nein! Zehn da und den Knopfaugen. Oh, und wie der immer mit dem Ohr am Wackeln ist. Ach, ich find's genial. Ich find's einfach genial. Komm, 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 komm. Ja, nein, das war nicht das Baby, was da rausgekommen ist. Was, bei Elefanten ist das, glaube ich, sechs. Oh, oh, da ist es rausgeploppt. Oh, ist das süß. Hier geblieben. Hier geblieben. Akzept. Bären rein, Bären rein, Bären rein. Hallo, meine lieben Freunde des guten Gameplays. Ich bin's, euer Alex Botes von DGZ, a.k.a. Durchgezockt. Und wie ihr seht, bin ich hier noch auf dem kleinen Hasen unterwegs. Ups, das ist ein T-Rex. Auf dem kleinen Hasen unterwegs. Na, ich liebe dieses Tierchen. Wenn man jetzt noch den Sack wegmachen könnte. Ah, oh, das wäre so geil. Aber die sind so süß. Guck mich mal an. Hier, nicht weggucken. Guck mich an. Hier, nein, mich angucken sollst du. Nein, nein. Irgendwie klappt das nicht. So, da kannst du mich angucken. Ja, ich knuffig. Ich mag es so richtig. So, aber wir sind jetzt nicht hier, um über den Hasen zu sprechen. Den T-Rex lasse ich da mal in Ruhe. Mal eben kurz gucken, welches Level das Tierchen ist. Okay. ich erkenne es zwar nicht, aber schön, schön. Also, wenn man auf dem Hasen sitzt, kann man das Spyglass nicht nutzen, also das Fernglas. Und wir sind aber hier, um ja, das Nashorn zu finden. Ist er jetzt auf mich fixiert? Ich hoffe nicht. Wir sind hier, um Nashorn zu finden. In dem Trailer hat man ja gesehen, das ist ziemlich overpowered. Und ich habe jetzt mein Betäubungsgewehr dabei und hüpfe jetzt mal ins Schneegebiet hier. Kanu? Nein. Man braucht zum Zähmen von einem Wolli Rhino, also Vollfell-Nashorn. Ja, also zum Zähm eines Nashörnchen. Ist da eins bei? Ich guck mal eben kurz. Warte mal. Einmal gucken. Ne, das sieht nur nach Elefanten aus. Braucht man Terrorbird-Kippels? Die habe ich natürlich dabei. Und den Drop nehmen wir auch mit. Aber ist wahrscheinlich eh nur Scheiße drin. Ey, komm hoch da. Ja, ich liebe es. Haha, guck mal. Oh. Ja, fast überall hin mit. Ja, komm, ey. Oh, nee. Jetzt stürzt gerade das Spiel ab, oder? Nee, noch nicht. Gut. Ja, nach dem letzten Update habe ich ein paar Probleme. Das Spiel ist mir jetzt schon öfters abgestürzt. Aber dann gucken wir doch mal hier rein. Hallo. Erstmal mitnehmen. Aussortieren können wir ja später. Ah, komm einmal rauf. Oh, ist ein schöner Platz hier. Aber ich sehe hier nichts, was wie ein Nashorn aussieht. Da hinten ist was am Kämpfen. Wo ist es? Ich habe doch was gesehen. Bin ich jetzt Adder? Okay, das ist nur ein Vöglein und ein T-Rex. Pack mal weg. Gucken wir weiter. Es soll sich hier im Schneegebiet aufhalten. Ist es eigentlich ein friedliches Tier? Ne? Sieht keine Bedrohung, es sei denn, es wird angegriffen und dann rastet das Tierchen völlig aus. Also ein kleiner Choleriker anscheinend. Und wir suchen mal hier einfach weiter. Übrigens, hier geht's oben links geht es zur Schneehülle. Zu der wohlbesagte, da wo das ja, Easter Egg sozusagen war, die Leiche. Und wenn wir schon beim Teufel sind, der Teufel hat damit nichts zu tun. Jetzt möchte ich gerne wissen, ob die Wölfe das Ding angreifen. Nee, die Wölfe lassen auch den Rhino in Ruhe, oder? Oder sind die... Nee, die haben Schiss vor dem. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo die hinrennen. Die haben irgendwas aufgefressen. Doch, 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 sie greifen ihn an. Jetzt bin ich mal gespannt hier.
Oh, der hat aber nicht viel ausgehalten. Den jetzt aufgefressen. Sauerei. Ich wollte den doch zähmen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich an den Wölfen vorbeikomme. Ich habe keinen Bock auf ein Scharmützel mit den Tierchen. Jetzt werde ich schon hinten angeknabbert. Sauerei hier. Hier, Vögelchen. Ja, ich habe aber Waffen dabei. Nee, jetzt hast du es gegessen. Aua! Wo ist denn? Da. Aua! So, sauber. Reload. Zack. Ich hoffe, dir ist nichts passiert, Schatzi. Ein kleiner Osterbunny. Ne, einer hat vorgeschlagen, ich soll doch noch mal eine kleine Osterfamilie machen. Ja, hätte ich gerne gemacht, aber ich habe extra Nachwuchs gemacht. Kleine Kiddies konnte ich leider nicht machen. Komm, hopp. Jetzt habe ich leichte Feuer. Oh, da musste erstmal die ganze Umgebung geladen werden. Ui. Alles wird gut. Hey. Springen wir da hoch. Und wir suchen weiter nach diesem großen Monströse. Nee, Monster ist das nicht. Ich will ein Nashorn zum Kuscheln. Ich finde die ja auch. Die heutigen Nashörner, also auch ohne Fell, finde ich schon faszinierend. Wart ihr schon mal im Zoo und stand mal direkt vor einem? Das sieht gut aus. Hier ist ein Elefant. Jetzt kommt da um die Ecke. Ein kleiner T-Rex. Nö, bleib mal da. Ne, wenn man die sich mal aus der Nähe angucken kann im Zoo. Faszinierend, diese Dickhäuter, diese Riesenviecher. Aber wo ist denn hier einer? Komm. Wo ist denn hier was? Na, vielleicht sind da unten welche. Ich hoffe, das ist gut ausbalanciert hier mit den Tierchen. Also gegen 4 Wölfe hat so ein kleiner Low-Level wohl keine Chance. Das könnte schmerzhaft sein. Ah, da. Ah, perfekt. So, Sniperchen. Erstmal gucken hier, welches Level die Tierchen sind. Nein, nicht draufballern. Du bist Level 2. Okay, da sollte ich ihn kriegen. Und Level 6. Okay, besser als gar nichts. Ne? Und jetzt muss ich nur noch die Dartpfeile ausrüsten, die ich extra mitgenommen habe. Ja, jetzt lad doch mal durch. Dann kann ich mal... Hey, da ist er. Ich hoffe, es kommt nicht hier hoch. Oh, da kommen sie schon angerannt. Ja, es scheint nicht erfreut zu sein. Aber ich habe ja Kibbel dabei. Bleib hier. Was ist mit dir? Hier geblieben. Nicht wegrennen. Ah, Mist. Okay, der war eh nur Level 2. Ja, fixier dich. Seid ihr jetzt in der Luft? Jo, ich habe gegen eine unsichtbare Wand geschossen. Hier geblieben. Komm her. Ja, braves Tierchen. Und muss ja jetzt bald umkippen hier. Hab nicht mitgezählt. Da. Juhu. Und was mit deinem Kollegen? Kriegen wir doch auch noch. Ups. Komm her, Schatzi. Nicht mit deinem Hintern verschwinden. Bleib hier. Bisse. Eigentlich ist der Bunny, also der Popcorn, also das Känguru, ein idealer Jagdbegleiter, weil man kann damit... Scheiße. Aua. Ja, okay, man muss aufpassen. Aber man kann damit so schön auf Steine sofort hochspringen, wenn man es hinkriegt. Und dann die Tierchen von oben sozusagen... Wieso ist mir kalt? Ich habe volle Rüstung an. Wo ist dein Kollege? Und dann kann man von oben schön... Aua!
Also ist gar nicht mehr aggressiv auf mich. Ha! Ups. Nein, Bunny! Muss ich doch nicht mit ihm anlegen, auch wenn er Level 2 ist. Was? Hui! Da ist es geflogen. Du bist geil. Du bist geil. Warum heiße ich eigentlich Bob? Egal. Aber da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Und jetzt wird es auch noch Nacht. Schade. Aber komm, hier, Kibbels rein. Bis zum Abwinken. Gucken wir mal, wie sein Fortschritt ist. Oh, 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 oh. Oh, oh. Na gut, gut, gut. Ich habe vergessen, Narkotika einzupacken. Oh, das wäre jetzt peinlich geworden. Level 6 plus 2. Aber einen Sattel habe ich dabei. Also einen Sattel, den kann man sich auch hier zulegen. Oh, ist gar nicht so teuer. Der Sattel, den muss man im Smithy, also in der Schmiede, anfertigen. Kostet irgendwie 200, knapp über 200 Hide, ein bisschen Fiber, 100 Zementpaste und 60 Metall. Jetzt lass es meinetwegen auch 240 Hide sein und ein bisschen mehr an Fiber, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Kann man ab Level 45 leeren, den Sattel. Und ich hoffe... Ich hoffe, ich habe die richtigen Kibbel drin. Ich habe hier, glaube ich, kein beschleunigtes Taming auf diesem Server. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich ein bisschen dauern. Es darf nur keiner vorbeikommen und ihn auffressen. Ja? Aber das werden wir gleich sehen. Und bis dahin mache ich eine Pause. Es sei denn, es passiert noch irgendwas Aufregendes währenddessen. Aber das glaube ich weniger. Und dann gucken wir uns gleich den Rhino, also das Nashorn, genauer an. Und sag mal, dann bis gleich. Gleich müsste es soweit sein, gleich müsste er wach werden, wie ihr seht, ne? Langsam Tag geworden. Und ja, leider hatte ich jetzt keine Narkotikas dabei und deswegen musste ich leider zwischendurch auf ihn schießen. Mit dem Betäubungsgewehr packt man das Gewehr weg. Dadurch ist natürlich die Effizienz runtergegangen auf 36,9%. Aber gut, hätte eh nur 2 Level dazu gekriegt. Also es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Nur noch einmal fressen und dann ist er durch. Okay, das dauert wirklich nicht lange. Und dann mal gucken, was wir gleich mit ihm hier anstellen können. Ups. Ja, ist er nicht knuffig? Ist er nicht knuffig? Er ist doch geil. Er ist doch geil hier so kurz mit den Hasenzähnen da und den Knopfaugen. Oh, und wie der immer mit dem Ohr am Wackeln ist. Ach, ich find's genial. Ich find's einfach genial. Und was ist mit dir? Bist du jetzt soweit? Bist du denn jetzt soweit? Ach komm, ich kann es kaum abwarten. Ich will gleich meinen Nashorn. Irgendwie stelle ich mir vor, ich könnte mit dem kuscheln, aber das geht leider nicht. Nicht. Ach, wie schön. Also ich finde ihn interessanter als den Elefanten, komischerweise. Oder ich freue mich jetzt ein bisschen mehr auf den Elefanten. Und dann gucken wir uns das Tier hier nochmal genauer an. Wie das Tierchen dann am Ende aussieht. Und dann gucken wir nochmal, wie wir ein bisschen Spaß mit ihm haben können, wenn wir irgendwo mal ja hinreißen, sage ich schon. Ne, wir müssen die erstmal dann zur Basis bringen, zurück. Und dann wissen wir mehr. Jetzt komm, jetzt wird fertig hier. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Sorry. Ne, ich weiß ja gar nicht. Ja, notfalls konnte ich noch erzählen, dass ich jetzt wieder gestern beim Zahnarzt war. Momentan habe ich keine Schmerzen, aber es liegt auch vor allem daran, dass ich schöne Schmerzen... Ah, da ist es! Es ist fertig! Yeah! Super!
Boah, hier, das ist das Dossier. Wenn ihr eine genaue Übersetzung haben wollt, schaut unten in der Beschreibung bzw. beim argforum.de vorbei. Ne? Also, das Volirino. Was? Colidodata Utilicero. Ja, ist ja egal. Wunderbar. Keine Ahnung, wie wir das jetzt nennen soll. Stehe ich direkt oben drauf. Och, wie süß. Wie süß. Und dann gucken wir uns das Tierchen nochmal an. Du hast keine Augen. Ach, da ist das Auge. Ja, komm mal, komm mal, komm mal. Eben kurz hier zur Seite. Komm mal, dreh dich mal um. Dicker. Dicker, dreh dich mal um. Ich red mit dir. Boah, was für ein Wendekreis. Oh, schön, schönes Tierchen. Ja, schönes Tierchen. Mal gucken, da muss ich auch nochmal nachher gucken, ob man das auch schön bemalen kann. So, ich habe ja gesagt, ich habe ja einen Sattel dabei. Ja, da muss ich aber auch an ihn antreten. Ne? Und da, da haben wir einen Sattel. Auch ein schöner Sattel. Ne? Riesensattel. Und, boah, ist nicht unbedingt das schnellste Tierchen. Dann gucken wir uns mal die Werte an. Also, 600 Health, das ist ja gar nichts. Stamina 132 ist auch nichts. Aber es soll ja, wenn es einmal in Fahrt gekommen sein soll, bumm, und der Hase kommt hinterher. Gucken wir mal. Achso, ja, ich mach mal hier die Werte an. Oh, es hat auch ein Akro-Level. Okay, verstehe. Das kann natürlich sein. Müssen wir unbedingt den gegen Sauros schon mit den Elefanten da anlegen? Nee. Oder? Oh, ich weiß nicht. Ich habe Angst um mein Häschen. Guck mal, ein Stamina ist jetzt nicht regeneriert, auch nicht besonders schnell. Ich bleib mal stehen. Okay, wenn ich stehen bleibe, schon. Guck mal. Hey, hier geblieben. Hey, scheiße. Zum Glück ist das Häschen, sag ich schon, ziemlich gut drauf. Komm, Jungs. Kämpf doch mal hier. Bisschen lahmarschig, das Tierchen. Komm. Oh, hat kaum noch Helf. Ist kurz vorm Umkippen. Lass das. Ich glaube, mein Bunny macht hier alle Arbeit hier. Jetzt komm. Uff. Jetzt kommen die auch noch hier gammeln hier. Herrlich. So. Mal gucken. Nee, das klappt leider nicht. Ich krieg den nicht auf volle. Och nee, nicht abstürzen. Ich krieg den nicht auf volle Akro. Egal. Gehen wir damit mal hier an friedliche Orten. Oh, was hat der denn jetzt? Der hat jetzt einen Baum umgehauen. Also Holz und Fiber hat er gekriegt. Achso, Gewicht. Gewicht 750, also kann schon ordentlich Gewicht nehmen. Ne, 750 für einen Level 5er, das ist heftig. Ne? Und gehen wir damit mal an den Strand. Beziehungsweise an anderen Ort. Also, bis gleich. Okay, du bist ein komischer Typ. Ne? Du nimmst sehr komische Wege, muss ich ehrlich sagen. Jetzt gehst du wenigstens geradeaus. Aber das ist gut so. Usa. Bom, kommt da angerannt. Ist das nicht schön? Komm, Schatzi. Bisschen hakelig das Spiel heute. Das ist ein T-Rex, mit dem will ich jetzt nicht spielen. So, komm mal hier rum. Mist, ich muss da runter. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Zack. Ah. Hui. Ignorieren wir jetzt einfach mal den T-Rex. Hauptsache, er ignoriert uns auch. Komm her, Großer. Dass der Bunny so viel Power hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier sind auch Pinguine, wusste ich gar nicht. Wo ist denn mein Großer? Dicker!
Wo ist er? Hab ich jetzt mein Nashorn verloren? Nashorn? Wo ist mein Nashorn? Du bist weg. War doch vorhin hier. War doch hinter mir. Nein, Nashorn. Aua. Wo ist denn jetzt mein Dicker? Das ist ein T-Rex, aber... Hä? War doch genau hinter mir. Och nö. Da hängt fest. Nö, das sind wilde Nashörner. Och nee. Och doof. Naja gut, ich habe genug Material dabei, dann werde ich euch beide hier eben kurz mal... Aua! Ah! Ja, komm. Ich steck ja mitten im Wolf drin. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Sauerei hier. Mama. Also ich versuche jetzt hier mal einen Weg zu finden, rauszukommen. Na komm, Baby, komm. Ja, das haben wir geschafft. So, das sind die beiden Nashörner. Lass uns mal an eine höhere Stelle gehen. Ich spreche hier nicht von einer höheren Macht, sondern nur von einer höheren Stelle. Wo die Nashörner nicht so gut hinkommen. Mist. Ja, weg hier. Weg mit dir. Hier mit meinem Monsterhäschen. Bleib doch mal stehen. Aua. Sauerei hier. Monsterhäschen, gib's ihn, töte es. Oh. So. Am Wolf. Kann auch nichts dafür. So. Einmal Alliop. Dann hoffen wir mal, dass die hier nicht hochkommen. Das ist das falsche Gewehr. Das ist das richtige. Und das ist sogar so groß, dass ich das treffen kann. Zack. So, Nashorn. Was? Oh, hast du gesehen, wo der rübergesprungen ist? Okay. Kommen die hier hoch? Sonst muss ich ganz schnell weg. Sag nicht, du suchst hier einen anderen Weg. Scheiße! Mama! Nein. Jungs. Ich habe ja noch gar nicht geguckt, welches Level ihr seid. Oh, Scheiße. Komm mal hoch hier. Nein, Häschen, Bunny, nein, du sollst doch nicht alles töten. Ui! Batsch! Aua! Nein. Was für ein Abenteuer. Also. Was bist du denn für ein Häschen hier? Okay, bis kurz. Oh, heftig. So ein ausgeleveltes Häschen hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber egal. Ja gut, ich guck mal, ob ich jetzt nochmal zwei neue finde und melde mich gleich wieder. Ach, da haben wir ihn doch. Da ist er hier drauf gegangen. Ja klar. Jetzt habe ich wenigstens den Sattel wieder. Oh, die Gibbels sind ganz wichtig. Oh, ja. Hätte ich ja beinahe vergessen. Okay, ich besorge jetzt mal ein neues. Bis gleich. So, da bin ich wieder und wie ihr seht, habe ich hier zwei schöne Nashörner hier wieder gefunden. Das sind zwar nicht die schönsten oder die high-leveligsten, also Level 9 und der andere ist, lass mich nicht lügen, Level 12. Eines ist ein Männchen, das andere ist ein Weibchen. Und dann gucken wir doch mal hier, wie so ein Baby aussieht. Ich habe sie schon mal, du bist das Weibchen, okay. Und
Und dann guck mal, wie, ready to mate? Ja, dann lauf doch mal rum. Dann mate doch mal. Warum? Ja, 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 ja. Ah, gut. Muss erst ein Stückchen gehen. Okay, es sieht ein bisschen komisch aus, wie ihr einander verschlungen seid. Okay, ich hab jetzt hier so einen Sechsfüßler. Aber auch schön. Und dann gucken wir doch mal, wie lange du noch brauchst. Ja, dauert nicht lange. Hier ist beschleunigtes Taming, sei schon. Beschleunigtes. Ja, komm da mal raus. Beschleunigtes. Brüten. Und ich hoffe, das dauert nicht zu lange. So, der war ich ja vorhin schon am erzählen, ne? Gestern war ich beim Zahnarzt. Und ich dachte, es wäre jetzt vorbei, ne? Aber ich hatte immer noch Schmerzen und dann musste ich jetzt wieder eine Wurzelbehandlung machen, die zweite da bei dem Zahn. Ah, echt, ey, Schmerzen sind echt. Ich bin voll das Weichei geworden, muss ich ehrlich sagen. Besonders was Zahnschmerzen angeht, ist heftig. Oh, jetzt komm, ich will jetzt wissen, wie ein Baby aussieht. So, komm, 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 komm. Okay, ich stelle mir das jetzt komisch vor, wie das da rausflutscht. Aber gut, was sein muss, das muss sein. Ja, ja, ja. Nein, falsches, falsches. Nein! Ah, jetzt bin ich auf den falschen Knopf gekommen. Schade, schade, schade. Fängt nur nochmal von vorne an, um Gottes Willen. Okay. Aber das kann ich ja hier schneiden. Oh, schön. An dieser Stelle. Und dann nochmal was sagen. Wenn es kurz vorm Finish ist. So, der Paarungsprozess sollte jetzt gleich vorbei sein. Und dann ist sie ja noch ein bisschen schwanger, die gute Frau. Ja, komm, 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 komm. Ja, nein, das war nicht das Baby, was da rausgekommen ist. So, jetzt ist die Schwangerschaft sozusagen am Start. Und das dürfte jetzt nicht mehr lange dauern. Ich weiß gar nicht. Gut. Also, dann brauche ich jetzt nicht mehr pfeifen. Und dann können wir das jetzt mal eben kurz... Ach, das Wunder der Schwangerschaft. Guck mal, der Bauch wird dick, ne? Oder bilde ich mir das nur ein? Nee, der wird dick. Der Bauch wird dick. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, ein bisschen übertrieben hier, aber... Also von der Schnelligkeit. Ich weiß ja gar nicht, ne? Wie lange so ein... Rhinoceros in der Wirklichkeit beim Tragend ist sozusagen. Ich weiß, bei Elefanten ist das, glaube ich, 6. Oh, oh, da ist es rausgeploppt. Oh, ist das süß. Hier geblieben. Hier geblieben. Akzept. Bären rein, Bären rein, Bären rein. Oh, ist das süß. Komm her. Komm, oh, guck mal, wie klein das ist. Oh, komm her, komm her. Wieso kommt es nicht? Achso, ist wahrscheinlich überladen. Ah, süß. Geht mal weg, geht mal weg, geht mal weg, geht mal weg. So, da, da, oh, oh, da, oh, ein Mini-Nashorn, oh, ist das süß. Okay, hier kann man mal wachsen zusehen, aber süß. Oh, geil, guck mal, diese knuffigen Beinchen da, diese kleinen, zu klein geraten Beinchen, ist das nicht genial? Oh, ich bin jetzt gerade eben, ich glaube, ich liege gerade eben, oh. So, guck mal, oh, guck mal. Kriegst du noch bei mir rein. Klatsch, klatsch. Oh, der ja. Ist es kleiner als ein Scheißhaufen. Wie es daherläuft. So, ich sag mal hier Disable Wandering. Disable Wandering, damit ihr nicht abhaut. Und du kommst mal hier mit. Guck mal, zeig dich mal. Nein. Nur du sollst mitkommen hier, Kleiner. Dodo will auch gucken, ist das nicht süß. Und Urstein, Urzeitkrebs auch. Okay. Ihr macht auch wirklich nur, was ihr wollt heute. Ihr hört jetzt keiner auf mich. Follow me. Achso, bist du überladen oder wie? Gewicht, Gewicht, nö. Aber guck mal, das Baby hat auch Power. So, jetzt aber hier. Ich weiß zwar nicht, warum du nicht laufen kannst. Das will ich nicht.
Echt schon. Kaum auf der Geburt und schon am Rummacken. Aber schön. Oh, und das Ganze bei Sonnenuntergang. Genial. Oh, ist das süß. Mucki voll. Ne? Achso, ich habe ja hier noch einen Sattel. Den müsste ich ja noch dabei haben. Da habe ich ihn. Und einmal drauf sitzen. Zack, zack, zack. Und dann sage ich mal, vielen Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Und wie immer am Ende meiner Videos, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Wenn einer von euch weiß, wie lange Nashorn in normaler Natur trächtig ist, wäre cool, wenn du es unten reinschreibst. Und bis dahin, liken, kommentieren, abonnieren. Ich bin der DGZ, aka Durchgezockt. Ich bin immer für euch da und schalt mal wieder ein, wenn es heißt Durchgezockt. Socken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken.